viele, viele Freunde zu treffen, viele Kunden zu treffen. Ich werde heute meinen Mechaniker treffen, der vor 40 Jahren mit mir an Ducatis geschraubt hat. Ich werde neue Kunden, ich werde Freunde treffen. Meine Erwartung ist heute, viel Freunde zu treffen und viel an Dankbarkeit zurückzugeben, denn ohne meine Kunden und auch ohne mein Team wäre ich dazu nicht in der Lage gewesen, das heute so zu machen. Und enden wird das Ganze, denke ich mal, mit einem Blick in die Zukunft. Wunderschönen guten Abend zusammen. Buonasera a tutti. Forza Ferrari. Wir rufen die Festsau auf die Bühne. Helmut Eberlein. Ja. Wer könnte das besser machen? Schöner Rahmen, gefällt's dir? Ja, eigentlich bin ich sprachlos, nur dann bin ich ja hier oben falsch. Nee, so kennen wir dich aber nicht. Ja. Es ist unglaublich. Wir haben gedacht, naja, so 350 werden kommen. Es sind 520 geboren. Das fördert so ein bisschen die Kontaktfreudigkeit unter uns, aber da habt ihr ja letztendlich alle keine Probleme damit. Also, ich freue mich, dass ihr einfach gekommen seid. Der weiteste ist aus Norwegen gekommen. Der Chorzug ist aus Norwegen zu uns gekommen. Er bringt ja genau diese Emotionen mit, die Ferrari bedeutet. Er ist für mich ja ein halber Italiener mit seiner Geschichte mit den Olivenbäumen und so. Also er ist der italienischste Deutsche, den man sich vorstellen kann. Und deswegen passt er 1A zu Ferrari. Das könnte die Überraschung sein. Lassen Sie bitte den jungen Mann mit dem Bild durch. Ja, ich nehme an, das ist Herr Lehmann. Bravo, Riesenapplaus für Herrn Lehmann. Und wie wir es im Film gesehen haben, klasse Sache, weil, ganz ehrlich, du reißt dich damit ein, hast ja gesehen, die anderen beiden Bilder, wenn ich das richtig gesehen habe, links war Lewis Hamilton, rechts Jackie X, also drei Champions. Und als dieser tolle Laden eröffnet wurde, dann bin ich hier zur Eröffnung gekommen und dann sagte Helmut, ich wäre verrückt, mein Freund Jürgen Baumgarten, die lebende Motorradlegende. Aber das will ich dir nur sagen, Helmut. Diese 40 Jahre hast du nur so gut überstanden, weil du immer ein geiles Team hast. Alles Gute, viel Erfolg weiterhin. Super, vielen Dank. Ein Riesenapplaus. Also das Ding kriegen wir zum Laufen. Das ist kein Problem für meine Jungs von der Werkstatt. Die schaffen das.
Da ist er, meine Damen und Herren. 84 Spider. Dankeschön an der Stelle an Thomas Kunz, der ihn reingefahren hat. Unfallfrei. And Helmut has been a great ambassador for the last 25 years. He's pushing to the limit. He's sometimes even becoming more Italian than the Italian we've seen it. He loves to go and pick up the olives on his trees. But you've been a fantastic man. You know, Felisa is not here tonight, but he had to go to New York for the IPO. But I want to thank you from the deepest of our heart in Maranello for the work you've done. You've been a great partner. You've been our first worldwide, our first dealer worldwide to be awarded with a Classic A certification, which is quite an accomplishment because a lot of people didn't believe into the project. Helmut carried that project, and again, it's just a great partner. Thank you so much, JP. Ja, danke schön. Und bei mir bleibt ganz einfach hängen, er ist italienischer als die Italiener. Da ist was dran, wenn ich an die Bilder in den Oliven und den Olivenbäumen da denke. Das sieht aus wie ein Modell aus einem Guss. Wunderschön. Vielleicht können wir das hier mit der Kamera direkt mal einfangen. Wunderbar. Und nochmal einen riesen Applaus für das kleine Kunstwerk. Geschäftsführer Ferrari Deutschland. Hast du gemacht? Ja, mehr Motivation. Sondern man sollte immer, immer dankbar sein für die vielen, vielen bellissimen Momente. Und viele, viele dieser Momente verdanke ich ihm. Aber jetzt möchte ich das aufnehmen, dass ich ich versuche zwar viele Dinge zu bewegen, aber wie ich es vor 5 Jahren schon in dem Film sagte, es geht nicht alleine. Es geht nur mit einem Team, das weiß, wie man tickt, das einen versteht. Und als mich jetzt jemand fragt, wie viele Mitarbeiter hast, ich sage, 22. Nein, das sind 22 kleine Unternehmer, weil jeder von denen so denkt, als wenn es seine Firma wäre. Und das ist für mich die ideale Voraussetzung. Und ich möchte euch jetzt einfach mal zu mir hochgeben und einfach gemeinsam Dank sagen. Also auf geht's, die 20 Leute hier, mal auf die Bühne. Wo seid ihr denn? Fan von dem 458er, das ist ja das Nachfolgemodell und deswegen gefällt er mir auch unglaublich gut. Mein Sohn, der ist auch schon kleiner Ferrari-Fan geworden. Ich kann mir schon vorstellen, was er später für ein Auto fahren wird. Ne, was willst du später für ein Auto fahren? Auch Ferrari. Auch Ferrari, ne? Das habe ich mir schon gedacht. Ne? So, ja, das ist halt reine Emotion. Emotion pur ist das, so ein Auto zu fahren.